Moment mal. Das klang mir sehr nach einer Powerrüstung. Na nu jetzt. Das ist doch nur ein Einsteigerschloss. Lange nicht mehr gespeichert. Sehr viele Fusionskarten diesmal am Start. Finde ich gut, muss ich sagen. Kann man nämlich immer mal gebrauchen, die Dinger. Okay. Ich wollte gerade sagen, die Explosion hat den Räder getötet, aber nur umgeschmissen. Alter, wie kann man freiwillig hier unten pausieren im Dunkeln? Kaffeetasse, auch Keramik, sehr gut. Jet. Finde ich gut, dass sie sehr viele Drogen haben. Das ist nämlich sehr viel wert. Abgebrochen. Mein Gott. Na Gott sei Dank haben wir genug Haarklammern. Ja. In dieser kleinen Schachtel soll also ein Kampfgewehr drin sein. Ja, wer es glaubt. Huch. So, schleichen wir mal. Gehört. Fiese Falle. So. Die Falle gar nicht gesehen, die Schweinepriester, ey. Wir sind wohl nicht allein. Guck mal. Oh. Das lief jetzt nicht so wie geplant. So sollte es eigentlich sein. Beziehungsweise dachte ich, ich hätte noch eine normale Granate und die würde da abprallen und dann da reinrollen. Irgendwann wird dir der Saft abgehen. Alter, die Kampfflinte ist wirklich Gold wert. Kritische Treffer bringen das Ziel zur Raserei. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt gut ist. Mal im Ernst jetzt. Wenn das Vieh in Raserei ist, dann wird es dann noch mehr aggro und dann kommt auf mich zugerannt und haut mich aus dem Anzug oder so. Muss dann auch nicht sein. Kleine Wichser ist hier. Die Frage ist, wo bist du? Muss auf jeden Fall noch irgendwo einen Schlüssel aufklauben. Für das Vorratslager. Komisch, wo ist denn die? Klang so, als wenn die neben mir steht.
Oh, hallo. Warte kurz. Hey. Schön, dass ihr euch in einer Reihe stellt. Dann habe ich es einfacher. So. Das wäre also die andere Seite des Vorratslagers. Schön. Gelbe Farbe. Warum brauche ich denn gelbe Farbe? Komisch. So, Nick. Hey. Sieh mal, was du tun kannst. Probier's mal. Guck mich mal weiter um. Ha. Klick. Das wär's. Schrottpatrone. Ja, na, das brauchen wir nicht. Versuchen wir es eben auf andere Weise. Dann wollen wir mal. Sag mir, dass du es aufkriegst. Das klingt nicht so gut. Aha. 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 Tut mir leid. Da komme ich nicht rein. Ach, verdammt. Ist doch gar nicht. Also weiter am Text. Irgendwo muss der Schlüssel ja sein. Beziehungsweise... Wie lustig sieht der denn aus, bitte? Alter, nur abgesichert das Ding. Ach, immer wenn ich keine Ahnung... Wenn die Handgranaten nur alle waren, muss ich jedes Mal den neu belegen, ne? Was? Da draußen. Hier drüben. Denke ich. Steht der hier einfach um die Ecke? So. Das war dann wohl eher ich statt du. Aha. Ach verdammt, jetzt hat die Pistole mitgenommen. Das wollte ich natürlich nicht. Meine Waffen. Leben die hier die ganze Zeit im Dunkeln oder was? Das muss ja geil sein. Ah, Passwort zum staatlichen Vorratslager. Na, guck mal an. Haben wir es doch. Auf jeden Fall gemütlich hier. An meine große Schwester Red. An meine große Schwester Red. Du musst noch mehr fancy Letzkuchen schicken, sonst macht Tom Kleinholz aus mir. Ich hab Angst. Der ist ziemlich furchteinflößend. Bitte, schick noch mehr Kuchen. Denk an deine Schwester. An mich. Bitte hilf mir, Lilly. Okay. Hat sich wohl jemand den falschen Freund ausgesucht? Keine Sorge, Schwester. Verdammt, tut mir leid, Schwester. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe mich um den Eingang gekümmert, wie du es mir gesagt hast.
Die kleinen Maden von Tom in dem Turm liefen weg und dann bumm, mein Gesicht war voller Putz. Dann wurde alles schwarz. Als ich aufwachte, war ich hier in der Beantown-Brauerei und einer von Toms hässlichen Schlägertypen grinste mich an. Bisher haben sie mich gut behandelt, aber ich glaube nur deshalb, weil sie unsere Lebensmittel wollen. Gib ihnen nichts, Schwester. Ich werde ein... Wiss, upsala. Falsche Taste gedrückt. Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Keine Angst, keine Sorge, Schwester, das war's. Gib ihm nicht, Schwester, ich werde einen Weg hier rausfinden, Lil. Ach, oh Gott. Dafür habe ich das jetzt nochmal gesucht, ernsthaft? Ja! Wo ist das Buch für verdeckte Einsätze? Das Dorf beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Yay! Die kriegen ja so schon immer nichts mit, wenn ich hier rumschleiche. In dieser riesigen Rüstung. Drogen! Buzzi? Zwei Treffer. Passt. Drei Treffer. Yay. Also UST. Busy hatte 2, Bast hatte 3. Also. Naja, gut, dann. Nee, B kann es nicht sein. UST müsste es sein. Ust, Ust, Ust. Hä? Bin ich blind? Test. Könnte natürlich auch B und S sein. Mann, scheiße, bin ich wirklich so blöde. Rest, best. Cool. Wollte schon gerade sagen. Beantown-Bastarde. Lily hat ein paar von Toms Leuten geschnappt, als sie am Vordereingang rumgeschnüffelt haben. Wir haben sie verhört und es klang so, als käme diese reine Flüssig-Diät in der Brauerei nicht so gut an. Aber Tom, der Turm, hat angeblich einen Plan, sich bei uns ins Lager vorzukämpfen und sich unser Essen zu schnappen. Sollen die besoffenen Idioten doch nur kommen. Okay. Lily ist verschwunden. Tom, der Turm und seine Jungs haben heute das Lager angegriffen und im Chaos ist Lily verschwunden. Ich habe ein paar Leute losgeschickt, um sie zu suchen, aber ich befürchte das Schlimmste. Wenn Tom sie irgendwie in die Finger bekommen hat, werde ich dem Bastard das Herz ausreißen und es an die Wand nageln, okay? Nette Frau. Er hat sie. Der Dreckskerl. Tom der Turm hat Lily. Er lässt sie mir Briefe schreiben, in denen sie um Vorräte bettelt. Sie meint, er wird sie in Stücke hacken, wenn ich nichts schicke. Ich habe versucht, ein paar Leute zusammenzutrommeln, um sie zu retten, aber sie haben es mir ausgeredet. Sie meinten, Tom würde sie töten, wenn wir sie angreifen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Ich werde den dummen Wichser erstmal sein Essen schicken, aber vorher lasse ich unsere Köter draufpissen. Nett. Irgendwas stimmt nicht. Hab noch einen Brief von Lily bekommen, aber irgendwas stimmt nicht. Sie nennt mich Red. Ich hasse diesen Namen und das weiß sie auch. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Tom rekrutiert jede Menge Leute, jetzt wo er unser Essen hat. Ich werde einen meiner Jungs losschicken, der bei ihm einsteigt. Mal sehen, ob er rausfinden kann, was los ist. Keine Spur von Lily. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Mann, den ich in die Beantown-Brauerei geschickt habe, meinte, dass Lily dort nirgends zu sehen ist. Tom muss sie irgendwo hingebracht haben. Ich habe eine Crew losgeschickt, um nach ihr zu suchen. Halt durch, Lily, wir kommen. Ja, und die Turmsteuerung, aber die brauchen wir ja nicht wirklich. Ja gut, ey. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir sowieso die ganze Zeit hin wollten, beziehungsweise ich guck nochmal hier, wo es hier hingeht. Ich denke mal, da gibt es irgendwo einen Ausgang noch.
immer dieses grelle Licht hier. Und an jeder Ecke irgendwelche Drogen. Ah, da geht's raus. Das wollen wir auch natürlich nicht. Gucken nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das wäre mir jetzt ärgerlich. Von da sind wir gekommen, ja. Ich musste kurz nachdenken. Da ist noch ein roter Farbeimer. Eine Blutdose. WTF. Ich bin schon wieder voll beladen. Nick? Hey! Wie sieht der Plan aus? Nimm mal meinen Schrott, Junge. 40 Aluminiumdosen? Oh, wirklich. Kommen wir leicht verarscht vor hier. Setz dich schon hin. Bimo. Verbesserung der Sicherheit. Gut, das hatten wir ja schon. Türen öffnen. So, zack, zack. Ja, das ist immer das ganze Radfutter, was verstrahlt ist. Dann nehme ich nur mal die Nuka Quantum mit. Weil die kann ich zum Craften gebrauchen. Ansonsten brauche ich das alles gar nicht. Noch was Interessantes? Ne, Aluminiumdose. Aluminiumdose. Hä? Ah, eine Mini-Atombombe. Im zweiten Blick ist hier doch nicht so viel geiles Zeug drin, wie ich hier dachte. Immer noch nicht die Scheiß MG gefunden. Ich gehe mal auf die andere Seite noch. Da war ich auch noch nicht drin. Hier dann. Und wir schleichen natürlich. Sind unhörbar. Minen. Vermute man nicht, dass der schläft. Komm los. Hier waren wir auch noch nicht, sonst wäre der definitiv ausgenommen. Das heißt, irgendjemand war hier auch. Ist hier durchgelatscht. Immer noch nicht die scheiß Minigun gefunden. Ah, kaum ausgesprochen, da liegt sie ja. Ich sehe eher das Problem der Überladenheit auf mich zukommen.